This meeting is being recorded. Ja, hallo Stefan, ich freue mich, dass wir über dein endlich erschienenes Buch sprechen können. Und ja, wo bist du gerade? Ja, hallo Ralf. Ich bin gerade auf Bayern Vortragsreise. Wir waren jetzt sind jetzt am 9. Tag hier, 9. Vortrag heute. Und ja, quasi jeden Abend ein Vortrag zum Buch hier, die Mineralienwende. Ja, und das ist anstrengend, aber macht auch richtig Spaß. Ja, wie sind die Reaktionen? Super, super. Also die Leute finden es richtig spannend. Ja, sind oft auch, werden so ein bisschen wütend, wenn ich davon erzähle, was alles erlaubt ist und was nicht erlaubt ist und in welche Richtung da irgendwie gesteuert wird. Ja. Ja, das ist wirklich schwer irgendwie mit normalen Dingen zu erklären. Wenn man aber sich anguckt, wer verdient an was, dann ist es eigentlich eine Sache, die sofort sonnenklar ist. Milliardenmärkte werden geschützt auf Kosten unserer Gesundheit. Aber da jetzt erstmal zu, wie bist du überhaupt zum Thema Mineralien und Spurenelemente gekommen? Ja, also ich habe ja Bioverfahrenstechnik studiert und ich habe in einem landwirtschaftlichen Thema promoviert, bei dir am Institut. Genau. Und da hat eigentlich alles angefangen, dass ich so tiefer reingegangen bin in die globale Landwirtschaft, in die Nährstoffkreisläufe oder die nicht mehr vorhandenen Kreisläufe. Was sind so die Hauptinputs in der modernen Landwirtschaft? Was geht rein, was kommt raus? Das ist ja so die wichtigste Frage in der Bioverfahrenstechnik, wenn man sich Prozesse anschaut, wie effizient sind die? Und die moderne Landwirtschaft ist alles andere als effizient. Das habe ich vorher in Teilen schon gewusst, aber da wurde es mir so richtig klar, wie überhaupt schlecht das Ganze funktioniert. Und da bin ich dann auch erst so richtig ins Zweifeln gekommen, ob die Lebensmittel, die da rauskommen, ob die mich denn wirklich mit den Mineralien und Spurenelementen versorgen, die ich auch brauche, um gesund zu sein. Und da bin ich immer skeptischer geworden und dann habe ich mich da auch in die Recherche begeben. Ich habe quasi gewartet, ich hatte meine Doktorarbeit fertig geschrieben, habe auf die Verteidigung gewartet und in dem Zeitraum bin ich dann einfach, ich war ja voll drin in dem Recherchieren anhand von wissenschaftlichen Quellen und bin dann da direkt eingestiegen in die Mineralien und Spurenelemente und deren Wirkung auf unsere Gesundheit. Und da kommen dann Kontroversen ohne Ende, also ja, Dinge, die wirklich skandalös sind aus meiner Sicht. Und das war so viel, dass ich es aufgeschrieben habe, systematisch. Und dann haben wir darüber gesprochen und du meintest, ich muss unbedingt ein Buch drüber schreiben, das müssen die Leute erfahren. Und so kam das dazu. Und hier ist es, die Mineralienwende. Und ich bin begeistert. Und es ist tatsächlich so, dass du ganz nüchtern die Sache darstellst. Also du hast jetzt hier überhaupt nicht irgendwie so erhobenen Zeigefinger oder sowas. Du stellst die Sachlage dar. Und das ist eigentlich auch deine große Stärke. Du hast jetzt ungefähr 3 Jahre die gesamte internationale wissenschaftliche, Stand der internationalen Wissenschaft durchgeflöht. Ich weiß, das war auch Tag und Nacht durchaus. Und du hast auch die Ahnung. Also ich will hier auch noch mal sagen, du warst einer der besten Leute, die je bei mir promoviert haben. Und du blickst die ganzen Zusammenhänge und Bioverfahrenstechnik ist eigentlich ein tolles Fach. Es ist ganz sonderbar. Wir haben kaum, also relativ wenig Zulauf zu Bioverfahrenstechnik. Die Leute machen alle möglichen Gaga-Fächer. Aber das, wo man wirklich was mit anfangen kann, wo man echte Produktion mitmachen kann, das scheint irgendwie nicht mehr so viele zu locken. Ja, aber du bist da in eine gute Richtung gegangen und ich weiß inzwischen auch sehr viel besser, warum Spurenelemente so wichtig sind. Aber vielleicht einen kurzen Rückblick. Dein Einstieg in das Thema Aquakultur hat ja in Äthiopien angefangen. Vielleicht kannst du da ein paar Sätze zu sagen. Genau, da hat mich dieser Schwimmfarn fasziniert, Azolla. Und das in Kombination mit Rainwater Harvesting, also wie man Regenwasser auffängt, also weil das ja besonders wichtig ist, beispielsweise in Äthiopien mit der Regenzeit und Trockenzeit. Also während der Regenzeit kommen da unfassbare Mengen vom Himmel. Also da kommen so viele Tropfen runter, dass man gar nichts mehr sieht, wenn man da draußen steht. Es ist echt unglaublich. Und dieses ganze Wasser frisst teilweise riesige Gullys durchs Land, also irgendwie 30 Meter breit und tief. Und das Wasser wird nicht wirklich irgendwo gesammelt, sondern fließt da einfach ab, bis es irgendwann in den Ozean landet.
Und im Rainwater Harvesting geht es eben darum, dass man dieses Wasser irgendwie auffängt und erstmal abbremst, damit es in den Boden einsickern kann. Das ist dann wiederum aber auch nicht so einfach mit den Wasserspeicherteichen, weil man dann relativ schnell eine Moskitozucht sich aufbaut. Und da sind auch schon viele Projekte nach hinten losgegangen, weil man zwar die Wasserversorgung der lokalen Bevölkerung verbessert hat, aber die dann alle richtig viel Malaria hatten, das eine richtig üble Krankheit ist. Und dieser Schwimmfarn, der heißt auf Englisch auch Moskitofarn, weil der bedeckt das Wasser so dicht, dass die Moskitos ihre Eier nicht mehr reinlegen können, beziehungsweise die Eier können nicht mehr schlüpfen. Und er hat noch viele andere Vorteile. Also er fixiert Stickstoff so gut wie keine andere Pflanze auf der Welt. Man kann ihn leicht abernten und als Tierfutter benutzen oder als Biodünger. Ja, und da habe ich Versuche gemacht in Äthiopien, mit welchen Ressourcen man das lokal züchten kann. Kann man auch Ja, an. genau. Also das Ja. wurde ja ein tolles Projekt. Und ich meine, ich weiß noch, dass wir uns damals unterhalten haben, wie furchtbar die Fehlernährung ist unter den armen Leuten in vielen afrikanischen Ländern. Wir haben das sehr hautnah erlebt und du hast dann halt auch mit rausgefunden, dass der Mangel an DHA, EPA, Fettsäuren halt auch, da verhindert, dass die Menschen sich voll entwickeln können in ihr Potenzial. Die Menschen, die gute Nahrung haben, die sind super dabei und die, die halt überhaupt nicht Zugang zu guter Nahrung haben, die haben es sehr schwer im Leben. Und das war ja auch der Anlass, dieses Aquakultursystem zu machen, das halt mehr hochwertige Proteinnahrung mit viel DHA, EPA, Fettsäuren billig zur Verfügung steht. Und das ist nach wie vor so. Und das Verheerende ist, dass im Grunde einfach eine Welt besteht, wo die Lösung der Probleme offensichtlich die Leute in Politik und auch NGOs nicht mehr interessiert. Man profitiert von den Problemen und mehr oder weniger stillschweigend und die Lösungen werden abgebügelt und die Menschen müssen es selber machen. Und das ist zum Glück etwas, was ganz gut geht. Wer die Arbeit von Stefan Hügel zu den Aquakultursystemen ansehen will, ist auch in meinem YouTube-Kanal, auch unter Stefan Hügel suchen, gibt es verschiedene Vorträge. Und es ist ein System, was wir auch in Deutschland sehr, sehr gut gebrauchen können, auch in Kombination mit der Wasserspeicherung. Und also auch das eine geniale Arbeit. Also das hat dich zu den Spurenelementen geführt und eigentlich insgesamt Mineralien und Spurenelemente, ne? Ich meine, das sind alles natürlich jetzt sehr, sehr unterschiedliche Substanzen. Aber welche Substanz ist für dich so herausragend? Was ist so für dich das Ding, was dich am meisten geschockt oder interessiert hat? Für mich war das das Lithium und ist es auch immer noch. Und das ist auch das Element, von dem ich glaube ich am häufigsten spreche, weil es mir wirklich wichtig ist, dass die Leute darüber Bescheid wissen. Also es gibt da einen ganz starken Zusammenhang zwischen dem Lithiumgehalt im Trinkwasser und der Gewaltbereitschaft der Bevölkerung, beziehungsweise wie viele Verbrechen begangen werden, also hauptsächlich Mord und Vergewaltigung, Suizid. Und da habe ich eben eine Studie dazu gefunden, aus Texas. Das war, glaube ich, das Erste, was ich so gesehen habe. Da dachte ich erstmal, naja, ist halt irgendwie ein Zufall. Gibt ja viele Zufälle in der Wissenschaft, die dann irgendwie als ursächlich interpretiert werden. Aber in dem Fall war es dann so, dass ich weiter nachgeschaut habe und richtig viele Forschungsarbeiten dazu gefunden habe. Das hat schon in den 50ern begonnen und das dauert bis heute immer noch an. Es wird immer noch untersucht und es kommt immer wieder ein ganz klarer Trend raus. Also es ist tatsächlich so, dass wenn wir wenig Lithium zu uns nehmen, wir offenbar gewaltbereiter werden. Und es gibt da auch Untersuchungen zu, dass das Lithium unter anderem für den Transport wichtig ist von Vitamin B9 und Vitamin B12, das wiederum für die Nerven extrem wichtig ist, für die Stammzellproduktion im Gehirn, für die Nervenregenerierung, also alles Funktionen, wo man ganz klar sieht, wir brauchen das Zeug, um unser Gehirn am Laufen zu halten. Und das erklärt dann auch irgendwie dieses gesellschaftliche relevante Thema des friedlichen Umgangs miteinander. Ja. Und es ist Und ein Thema der Wasserwirtschaft. Ich habe schon öfters jetzt Kollegen angesprochen,
In der Wasserversorgung macht man sich große Sorgen über den Erhalt der Leitungsnetze, mit Recht auch, die müssen erhalten werden. Und wenn ich dann frage, ja, aber was macht ihr mit den Leitungsnetzen im Menschen? Also wenn ihr jetzt dann Wasser liefert, was halt, was weiß ich, fast nur Kalzium hat und keinerlei Magnesium und wo auch noch Lithium fehlt oder die Leute dann noch eine Reversosmose ausbauen, das wenige Lithium, was sie bekommen, auch noch rausholen. Das ist eigentlich ein absoluter Blindflug und eine Verantwortungslosigkeit, die einfach nur absurd ist, aus meiner Sicht. Ja, genau. Ja, also es scheint so zu sein, dass dieses Lithium sehr ungleich verteilt ist. Also ich will gar nicht sagen, jeder hat einen Lithiummangel, das ist Quatsch. Also in einigen Gebieten ist da wohl mehr als genug im Wasser und in anderen Gebieten ist es aber sehr wenig und da sieht man dann diese Auffälligkeiten. Und ich habe es noch jetzt nicht, noch nicht gesehen, dass die Wasserwerke nach Lithium analysieren. Die schlüsseln da alle möglichen Parameter auf, wie Eisen, Mangan, pH-Wert, Calcium, Magnesium und so weiter. Aber Lithium ist halt nie dabei. Scheint für die also kein wichtiger Parameter zu sein. Für mich wäre es einer der wichtigsten Parameter überhaupt, weil ich wüsste jetzt über kein anderes Element, dass es so eine gesellschaftlich relevante Wirkung hat. Deswegen bin ich relativ schnell drauf gekommen, ich möchte Lithium für meine Eigenversorgung supplementieren. Gar nicht in irgendwelchen hohen Dosen, sondern einfach nur so wie, ja, also denke ich, nehme 2 Milligramm etwa am Tag. Das ist auch ungefähr der Wert, den man im Schnitt zu sich nimmt über Nahrung und Wasser. Damit möchte ich einfach nur sicherstellen, dass ich eben nicht zu dem Teil der Bevölkerung gehört, der einen Lithiummangel aufweist. Und Ja, wer will schon depressiv sein? Das ist ja eigentlich wirklich was, wo Menschen ihr ganzes Leben versauen und Jahrzehnte nicht wissen, wo es dran liegt. Und dann bei Nahrungsergänzung, ich kenne selber im privaten Umfeld Fälle, 10 Jahre schwerste Depression, Suizidversuche und dann Lithium als Nahrungsergänzung und nach wenigen Wochen ist der Wahnsinn vorbei. Ich meine, so klar muss man das doch mal aussprechen. Aber Lithium ist, glaube ich, auch ein sehr gutes Element, um jetzt mal über das zu viel und zu wenig zu sprechen. Zu wenig haben wir gerade gesagt, aber es ist ja eine feine Balance. Ja, also da muss man direkt mal auf die psychotherapeutische Anwendung zu sprechen kommen. Da ist es nämlich so, da gibt man den Leuten, wenn die hauptsächlich bipolare Störungen haben, behandelt man die mit Lithium. Das ist schon seit über 200 Jahren bekannt und das ist immer noch die Standardmedikation. Die kriegen aber wirklich absurd hohe Dosen, also die kriegen bis zu 500 Milligramm. Das ist irgendwas zwischen 100 und 1000 Mal mehr als das, was man normalerweise zu sich nimmt. Und es wäre bei jedem Spurenelement so, dass das extrem schädlich ist. Das geht voll auf die Schilddrüse, das zerstört sie irreversibel, die Nieren genauso. Und Menschen, die das jahrelang bekommen, die entwickeln offenbar auch eine Abhängigkeit und ja, zerschießen sich voll die Organe. Also es gibt auch Leute, die sterben daran. Und dann wird aber davor gewarnt, Lithium zu nehmen. Es ist ja sogar illegal. Es ist verboten, Nahrungsergänzungsmittel mit Lithium zu vertreiben. Trotzdem kann man es im Internet zum Glück ganz einfach bestellen. Auch das ist die Absurdität. Also die Menschen, die selber Verantwortung übernehmen, die selber für sich sorgen, und das ist unser aller Geburtsrecht, das will ich hier auch nochmal deutlich betonen. Die können das alles machen. Also es ist im Grunde, wir haben so eine Aufteilung in Menschen, die irgendwie alles mitmachen und oft dann auch chronisch krank werden oder halt eben depressiv sind. Und dann gibt es andere, die sich halt einfach jetzt mal zum Beispiel über die Mineralienwende informieren, was los ist, ihre Schlussfolgerungen ziehen und dann handeln. Und das hat halt oft, ich weiß, viele Menschen, die dann halt einfach sehr, sehr starke Verbesserungen haben. Aber ich würde da jetzt, also neben dem jetzt bei Lithium halt klinisch, das ist halt auch ein Sonderfall, aber es ist natürlich bei allen Spurenelementen, es wird sehr leicht auch zu viel. Und das ist halt ein Thema jetzt, was aus meiner Sicht dann in die Richtung geht, dass man so eine Balance hält, dass man halt die Substanzen, die man einnimmt und die auch aus der Nahrung und auch mit dem Wasser kommen, dass man das in eine gute Balance bringt. Vielleicht kannst du da ein paar Sätze zu sagen. Ja, genau. Also
Jedes Element hat im Prinzip weitere Elemente, mit denen es in Verbindung steht. Und das ist entweder eine synergistische Verbindung oder eine antagonistische Verbindung. Synergistisch heißt, die unterstützen sich gegenseitig in ihrer Wirkung. Und antagonistisch heißt, die blockieren sich gegenseitig in ihrer Wirkung. Und das Wichtige daran ist zu verstehen, dass ich eben nicht ein einzelnes Element in mir verändern kann, indem ich es mir gesondert zuführe, sondern wenn ich das mache, ändere ich dieses Gesamtsystem. Also ich ändere viele andere Elemente auch noch. Und genau deswegen ist es eben gefährlich, mit nur einem Element so zu arbeiten, ohne dass man im Hinterkopf hat, ich kann hier andere Elemente auch noch in ihrer Wirkung blockieren. Ein Beispiel ist Zink. Ja, das nehmen ja viele. Und viele nehmen sogar diese 50 Milligramm Tabletten jeden Tag über Jahre hinweg. Und da kann es durchaus passieren, dass Zink, da es ein Selenantagonist ist, mir einen Selenmangel verursacht. Und ich merke das aber gar nicht. Also beim Selen würde ich jetzt mal einhaken. Da gibt es eine sehr spannende Sonderrolle von Finnland in der EU. Also es gibt offenbar doch irgendwo auch Leute in Verwaltung und Politik, die etwas für die Menschen tun. Vielleicht kannst du das Beispiel Selen und Finnland mal kurz erläutern, was ich jetzt auch durch deine Arbeit erst kennengelernt habe. Also die Finnen haben sich in den 80er Jahren offenbar die Frage gestellt, warum da so viele an Herzinfarkten sterben und hatten die Idee, dass es vielleicht am Lithiummangel liegt in der Bevölkerung, weil da einfach Selen, Entschuldigung, klar, Selen, weil es vielleicht, naja, weil die Böden einfach natürlicherweise arm an Selen sind in Finnland Wie bei und uns auch. wie bei uns auch, wie in großen Teilen Mitteleuropas, ja. Und haben dann 84 per Gesetz verordnet, dass jedem Kunstdünger Silizium zugesetzt, Selen zugesetzt werden muss, Entschuldigung, und machen das bis heute, also seit 84 bis heute und haben damit sehr gute Erfahrungen. Also die konnten tatsächlich zeigen, dass die Herzinfarkte auch abnehmen bei den Finnen, was wahrscheinlich daran liegt, dass sich die Selenversorgung der Finnen stark verbessert hat. Also kurze Zeit nachdem das eingeführt worden ist, konnte man direkt zeigen, die Selenspiegel im Blut haben sich deutlich angehoben und sind viel näher am Optimum. Und Ja, ein super. Also das ist ein tolles Beispiel und ja, vielleicht auch noch mal der Aufruf: Sprecht eure lokalen Politiker an, was die Partei macht im Sinne von Selenzusatz. Es ist ja noch gar nicht so lange her, dass es verboten wurde, auch in Deutschland und als Nahrungsergänzung. Und es ist halt einfach eine traurige Situation zu sehen, dass wir Menschen haben, die sehr, sehr weit weg sind von der Realität. Und das ist halt einfach was, was auch damit zusammenhängt, dass die Menschen halt ja, wenig Ahnung von Biologie, Physik, Chemie haben. Also selbst das einfachste Grundwissen ist nicht mehr vorhanden. Selbst bei Leuten, die bei uns hier zum Studium kommen, es ist verheerend, wie wenig die oft wissen. Also so eine Faulheit, sich damit zu beschäftigen. An den Schulen wird sehr, sehr langweilig rübergereicht. Und zum Glück gibt es ja im Internet fantastische Videos, wo man naturwissenschaftliche Zusammenhänge spielerisch lernen kann, auf tolle Art mit super Grafiken. Also insofern kann ich nur empfehlen, also auch wenn euch die Lehrer, Lehrerinnen in den Schulen irgendwie abnerven und ihr denkt oder das auch einfach angesagt ist, Chemie muss man doof finden, Mathe muss man doof finden, Physik muss man doof finden. Schauen Sie sich solche Videos mal an und ein Grundwissen über die Realität zu haben, ist absolut spannend. Und die Physik geht sehr viel weiter. Und wer richtig Physik studieren will, sollte halt Dan Winter studieren, auch übers Internet. Und damit kann man dann auch ja, einfach weitergehende Physik lernen, die auch sehr viel Implikationen hat. Aber zurück zum Thema der Spurenelemente und ja, oder generell Mineralien. Ich will erstmal beim Calcium ansetzen, weil das ist auch eine katastrophale Situation aus meiner Sicht, weil, wie vorhin schon kurz angedeutet, im Trinkwasser ist oft sehr, sehr viel Calcium. Ich habe jetzt gerade auch eine Vortragsreise gemacht in Süddeutschland und der Schweiz. Und es ist so, dass halt fast überall dort ein gewaltiger Kalziumüberschuss im Trinkwasser ist. Und was ist da das Problem daran und wie kann man das ausgleichen?
Ja, also ich sehe das Hauptproblem darin, dass dass das Verhältnis von Calcium zu Magnesium gestört ist. Das heißt, ich sehe das Problem gar nicht bei der Menge an Calcium an sich, sondern eher das fehlende Magnesium, als immer um die Verhältnisse geht. Und ja, wenn das Verhältnis mehr auf Seite Calcium liegt, dann kann das eben Gefäßverkalkung verursachen und das geht dann direkt aufs Herz, also im schlimmsten Fall Herzinfarkt. Das hat man ganz deutlich gesehen bei Studien, die Leute untersuchen, die wegen Osteoporose Calciumtabletten zu sich nehmen, weil sie die verschrieben bekommen, weil die Ärzte sagen dann, aha, deine Knochen, die brauchen Calcium, ja, dann geben sie nur Calcium. Und das führt wirklich dazu, dass das Herzinfarktrisiko bei diesen Menschen um 186% steigt. Also das ist brutal. Und das ist ganz öffentlich. Ja, also es veröffentlichte Forschung in mehreren Studien und trotzdem gibt es immer noch diesen tollen Ratschlag der Ärzte, das zu machen. Die meisten Menschen, die an Osteoporose leiden, haben wahrscheinlich eher einen Magnesiummangel. Wichtig für die Knochen ist auch Kalium und Silizium und Bor. Vitamin D3 ist auch extrem wichtig und Vitamin K2. Das sind alles Dinge, die dazugegeben werden sollten zum Kalzium, damit das nicht passiert, weil das eben diesen Verbund an mehreren Kofaktoren braucht, damit der Knochenstoffwechsel und die Kalziumaufnahme und Transport und so weiter alles richtig funktionieren kann. Und es wird halt eben nur auf dieses eine Element geguckt und das geht meistens in die Hose, wenn man das macht, weil man einfach nicht die Zusammenhänge begreifen will, sondern nur isoliert auf eins guckt und so funktioniert die Natur einfach nicht. Genau. Ja, also das ist auch was, was mir klar geworden ist. Und auch jetzt ja, vielen, vielen alten Menschen, die dann ja angeblich stürzen, aber ja, die schon stürzen, aber dass die Ursache für den Sturz halt sehr oft brechende Knochen sind, die einfach beim normalen Gehen brechen und die Menschen dann stürzen. Und sowas in einer Gesellschaft zuzulassen, in der Verwaltung, trotz absolut klarer wissenschaftlicher Lage, ist verbrecherisch aus meiner Sicht. Also sowas darf nicht mehr hingenommen werden und man sollte aber entspannt dafür sorgen, dass man die Menschen informiert und die Menschen können ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen. Also ich denke, dass das aktuelle System relativ weit weg ist vom Menschen und etwas für die Menschen zu tun. Es ist irgendwie offenbar sehr karrierefördernd, wenn man halt bestimmte Dinge nicht tut. Und da gibt es halt immer mehr Tabuthemen, die in den Medien halt bekannt sind. Und das ist halt etwas, wo es gut ist, dass wir halt wirklich fundierte Bücher haben. Ich zeige nochmal Mineralienwende. Kommt jetzt genau heraus, also unbedingt besorgen. Dr. Stefan Hügel, die Mineralienwende. Wo bekommt man das Buch? Den Link, den können wir direkt in die Videobeschreibung setzen. Das gibt es ab dem 10. Oktober. Und am 10. Oktober machen wir nochmal ein Live-Event zum Buchlaunch um 19 Uhr. Und jeder ist eingeladen, ist kostenfrei. Und wir haben zwei Gäste dabei. Einer davon, das bist du. Kannst du ja gleich auch noch mal ein bisschen was dazu sagen. Der andere ist der Jescha Kameli. Das ist ein Heilpraktiker, mit dem wir zusammenarbeiten in Berlin. Der wird was zu Laboranalytik sagen und zu seinen Erfahrungen mit Mikronährstoffen und seinen Patienten. Und ich werde natürlich auch noch ein paar Einblicke ins Buch geben. Ja, die Klasse, freue ich mich drauf und ja, einfach sehen, dass man sich informiert. Und die ganze Thematik hängt ja auch zusammen mit den Böden. Ich bin ja zu der Thematik über meine Arbeit zu Bodenverbesserung gekommen. Hier auch mein Buch mal, Das neue Dorf, kann man auch im Buchhandel bestellen. Und da geht es halt tatsächlich darum, wie kann man die Böden verbessern. Dafür brauchen wir sehr viel mehr Menschen auf dem Land. Also es ist ein Aufruf, aufs Land zu ziehen. Ich habe daraus auch konkrete Zukunftsvisionen gemacht, hier als ein kleines Büchlein, auch im Buchhandel erhältlich. Und ich habe halt ganz klar dort auch gezeigt, wie wichtig es ist, auch für die Wasserwirtschaft. Also wir haben nur ein förderliches Wetter, wenn die Böden wie ein Schwamm sind. Also wir brauchen sehr viel Humus, damit die Böden das Wasser aufnehmen, speichern, wieder abgeben, Wolkenbildung.
und damit das Wetter ausgeglichen ist. Das ist der Haupthebel für das Wetter von dem, was so von Menschen aus gemacht wird. Und zugleich hängt es zusammen mit guter Nahrung, Lebensmittelsicherheit, Wassersicherheit. Und hier sind wir aber auch sofort wieder bei den Mineralien und Spurenelementen. Was ist die Relevanz für die Böden, Stefan? Ja, es ist eigentlich so ähnlich wie Menschen mit den Verhältnissen auch. Also es gibt bestimmte Verhältnisse, die ungefähr eingehalten werden sollten in den Böden. Und größtenteils reguliert sich das von selbst. Also wenn man den Boden lässt, dann übernehmen das die Bodenorganismen. Hauptsächlich, oder am wichtigsten aus meiner Sicht sind da die Pilze in Symbiose mit den Pflanzen. Es braucht also gesunde Pflanzen, die durch Photosynthese Zucker herstellen und damit die Pilze füttern. Und die Aufgabe von den Pilzen ist es, den gesamten Boden abzusuchen nach den jeweiligen Kofaktoren, die die Pflanzen gerade brauchen. Und auch ja, Gesteine aufschließen mit Hilfe von Bakterien, die die Pilze auch gezielt züchten. Und dieses Gesamtsystem sorgt quasi dafür, dass der Boden so strukturiert ist und auch in seiner Nährstoffverfügbarkeit, wie es die Pflanzen genau brauchen. Und die moderne Landwirtschaft, die hat es eben geschafft, durch tiefes Pflügen und auch den Einsatz von Fungiziden sowie fehlender Bodenbedeckung und noch ein paar andere Sachen, aber das sind jetzt mal so die schlimmsten, hat es eben geschafft, diese Pilze weitestgehend zu verdrängen, sodass die kaum noch vorkommen. Und wenn man mal so weit ist, dann ist man abhängig von allen möglichen Agrochemikalien, die man dann Jahr für Jahr einkaufen muss, um eben irgendwie künstlich dieses System am Leben zu halten. Ja, das kennen wir von ja, den Drogendealern, die machen die Menschen abhängig und kaputte Böden erfordern hohen Umsatz an externen Substanzen, die inzwischen sehr teuer geworden sind, die gigantisch energieaufwendig sind, die unser Grundwasser vergiften und auch durch Nitrat halt sehr, sehr gefährlich machen. Und das ist alles eine Situation, die überhaupt nicht sein müsste. Ich setze mich seit vielen Jahren ein für regenerative Landwirtschaft. Und Teil der regenerativen Landwirtschaft ist halt, die Biologie so anzureichern, dass tatsächlich besonders die Bodenpilze halt alle Substanzen, alle Spurenelemente aus allen Böden auch zur Verfügung stellen. Aber das braucht einen Zwischenschritt und insofern müssen wir erstmal das ausgleichen, was fehlt. Sehr, sehr vieles fehlt in fast allen Böden. Wir haben gewaltigen Zinkmangel in den Böden der Welt, Bormangel, Lithium fehlt in vielen Böden und das führt halt nicht nur zu kranken Menschen, wie wir vorhin schon gesehen haben, aber es führt auch dazu, dass der ganze biologische Apparat des fantastischen, unglaublichen Bodenlebens überhaupt gar nicht erst richtig ins Rollen kommt. Und ja, du beschreibst ja auch, dass wir eigentlich hier so sagen wir mal, so eine Startphase brauchen, wo wir die Böden wieder anreichern. Vielleicht kannst du das kurz erklären. Ja, also ich denke, an sich können die Böden das selber, aber man muss sie lassen und es dauert. Es dauert, bis dieses ganze Leben wieder in Gang kommt und man kann aber durch Bodenanalysen auch schon gucken, wo ist der größte Engpass und dann durch eine gezielte Gabe von bestimmten Spurenelementen das System schneller wieder anwerfen. Und es sind in manchen Fällen wirklich winzigste Mengen, die dann schon Riesenunterschiede machen können. Ja, genau. Also das ist tatsächlich so, dass das erstaunlich ist, dass wir eigentlich nur ganz, ganz wenig brauchen. Also das ist zum Teil ja, Teelöffelspitze pro Hektar. Und da ist aber schwierig, wie bringe ich das in die Böden? Da hast du ja auch eine spezielle Lösung, die ich auch absolut nachvollziehbar finde. Ja, also ich hab da so eine Nährlösung entwickelt. Also es gibt ja schon Nährlösung seit 1939. Da gibt es so eine Standardformulierung, die sich seitdem überraschenderweise fast gar nicht geändert hat. Und ich habe die erweitert um bestimmte Elemente, die eben für uns eine hohe gesundheitliche Relevanz haben, aber wie es scheint eben auch für die Pflanzen. Und das wäre dann quasi so ein Komplettpaket, mit dem man Pflanzen besprühen kann, sodass die direkt erstmal alle Kofaktoren, die sie so brauchen, verfügbar haben über die Blätter.
Geht also Also es geht darum, um dass man. Blattspray. Also Blattspray kann man vernünftig dosieren in den Böden eigentlich nicht. Wie will man das verteilen? Wo will man es hinbringen? Und da muss man zu sagen, dass das, was du entwickelt hast, ist Teil von laufender Forschung, ne? Du hast ja einen Verein zur Forschung gegründet, wo Menschen auch selber bei der Forschung mitwirken können. Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte zu sagen. Ja, genau. Also die Erzeugnisse, von denen wir sprechen, die sind eben nicht frei verkäuflich, weil die Düngemittelverordnung das nicht zulässt. Deswegen haben wir eben diesen Mineralienwendeverein und da forschen wir mit unseren Mitgliedern zusammen nach Lösungen, wie man eben die Gesundheit der Böden und auch von uns verbessern kann, vor allem im Hinblick auf Mineralien und Spurenelemente. Ja, und das ist völlig ja, einfach auch komplett legal. Und anders würdest du das ja auch gar nicht machen wollen. Und wie immer, es ist alles da für eine gute Zukunft. Und es hängt jetzt davon ab, dass doch immer mehr Leute auch merken, wie es weitergeht, aus der Kinderrolle herauskommen. Viele Erwachsene bleiben ihr Leben lang Kinder und denken hier. Damals, als wir noch Mama Kanzlerin hatten, war das noch sehr viel deutlicher. Es ist eben nicht so, dass die Regierung sich ums Wohl der Menschen kümmert. Zum Teil vielleicht schon, aber so viel, wie schief läuft in sehr offensichtlichen, wissenschaftlich absolut sonnenklaren Dingen, da kann man einfach nur sagen, Menschen, die sich organisieren, leben länger, haben ein besseres Leben, brauchen nicht depressiv zu werden, um nochmal auf den verbreiteten Lithiummangel zurückzukommen. Und insofern ist das eigentlich jetzt eine spannende Entwicklung. Und zum Abschluss möchte ich noch kurz zur Diskussion stellen, meine Idee, eine regenerative Agrochemie zu ja, vorzuschlagen. Das halt jetzt, wo die Chemiegiganten abwandern aus Deutschland durch eine Irrsinns-Energiepolitik, Ökologismus nenne ich das. Und wenn jetzt die großen Düngemittelkonzerne halt Europa verlassen Richtung China, wie es aussieht, dann ist eigentlich eine Chance, kleinere Betriebe aufzubauen, die halt einfach die ganze Palette von wirklich nötigen Substanzen reinbringt, aber sehr genau guckt, bei welchen Flächen fehlt was und dann aber auch eine gute Beratung machen zu regenerativer Landwirtschaft insgesamt, dass man vom Pflügen wegkommt, dass man die Bodenbiologie anreichert mit all den Bodenpilzen. Ja, vielleicht dazu so eine Art Abschlussstatement von deiner Seite. Ja, die Idee finde ich super und ich bin auch der Meinung, Kunstdünger an sich ist gar nicht schlecht. Das ist eher das Schlechte daran, dass man das so als Pauschallösung sieht und drei Elemente zusammenklatscht und meint, das passt für alles genau. Das ist totaler Blödsinn in meinen Augen. Deswegen finde ich die Idee genau richtig. Ja, ein paar Substanzen werden ja auch zugesetzt, aber das ist eigentlich absurd wenig im Verhältnis zu dem, was alles so nötig ist im Boden. Deshalb müsste man es genauer angucken. Und aus meiner Sicht muss man sofort weg vom wasserlöslichen Stickstoff, Nitrat oder Ammonium. Macht aus meiner Sicht gar keinen Sinn, weil ein gutes Bodenleben mit Molybdän, ne, um da auch nochmal ein Spurenelement zu nennen, kann halt locker die Stickstoffmengen, die nötig sind, reinbringen ins System. Solar, dort, wo es gebraucht wird, in der richtigen Menge und kostenlos, ist doch geil. Und das ist halt eigentlich wo wir hinkommen müssten. Das vielleicht noch mal kurz zum Abschluss. Würdest du sagen, dass bei allen Kulturen genug Stickstoff in einem biologisch rundlaufenden System kommen? Oder wenn man jetzt intensiv Mais anbaut, müsste man da auch Stickstoff noch zugeben? Also ich denke, auf jeden Fall muss man sich dann bei solchen Kulturen Gedanken machen, wie man mit Untersaaten und Zwischenfrüchten und so weiter noch sinnvoll arbeitet. Also da irgendwie noch mehr Leguminosen reinbringen. Ich kann das sowieso gar nicht verstehen, wie wenig Leguminosen gerade in Deutschland angebaut werden. Also man kriegt hier noch nicht mal Bohnen aus dem eigenen Land. Ich weiß nicht, was das Ganze soll, ehrlich gesagt. Ja, es ist ja so, dass Deutschland halt jetzt durch ja, einfach diesen Biogas-Wahnsinn zum Nettoimporteur von Lebensmitteln geworden ist. Und damit importieren wir Lebensmittel aus Ländern, wo Hunger herrscht, einfach weil im Moment hier die Kaufkraft noch höher ist.
werden Lebensmittel aus Ländern weggekauft von den armen Menschen, die eh schon sehr, sehr schlecht ernährt sind. Und das nennt man dann, ja, man nennt es Ökologie, aber es ist Ökologismus, ist eine Ideologie, die sich der Ökologie bedient, aber sie missbraucht und wissenschaftlich absurde Dinge macht. Und Biogas aus Lebensmitteln ist eine Perversion, bringt eigentlich netto keine Energie, ist so schon verheerend lächerlich, was rauskommt. Und zum anderen ist es halt auch so, dass die dadurch erforderlichen Lebensmittelimporte natürlich auch massiv Energieaufwand erfordern und das Ganze ein Subventionsbetrug ist, insgesamt ein Nullsummenspiel. Und da jetzt auch nochmal der Hinweis, wir müssen sehr viel mehr von Bäumen essen, ne? Bäume, das haben wir auch gemeinsam öfters diskutiert. Bäume haben tiefe Wurzeln, die holen auch Spurenelemente tief aus dem Boden. Und wenn man jetzt Esskastanie isst oder Walnuss und Haselnuss, dann kriegt man noch ganz andere Elemente. Und dann kann man sinnvoll Bioenergie produzieren, was aus meiner Sicht dann Holzgas ist und Holzgastechnik. Ja, aber da würde ich dir jetzt Gelegenheit geben, noch ein kleines Abschlussstatement zu machen. Ja, also ich denke, im Großen und Ganzen kommt es darauf an, dass man in die Eigenverantwortung kommt und sich nicht so treiben lässt. Das geht nämlich einfach in eine falsche Richtung aus meiner Sicht. Absolut, also sehe ich auch so. Nochmal der Hinweis: Mineralienwende, das Buch. Und ja, ich freue mich drauf, dass wir dieses Buch jetzt auch am 10.10. vorstellen können und lade auch die Leute, die dieses Video jetzt sehen, ein, da mitzutun. Wer mehr wissen möchte, in meinem YouTube-Kanal ist sehr vieles drin. Eigentlich in YouTube einfach meinen Namen eingeben und dann findet man viel zu regenerativer Landwirtschaft, auch zu dem Aquakultursystem, was Dr. Stefan Hügel entwickelt hat und was sehr weitreichende Folgen hat. Wir haben ein Reisanbausystem hier entwickelt am Institut, was 15 bis 20% des Weltwasserbedarfs einsparen könnte. Interesse in Politik und Behörden ist nahe null. Also auch da Problemlösung ist unerwünscht. Die Problemprofiteure brauchen ihre Probleme, weil sie sonst nichts mehr zu melden haben wahrscheinlich, weil sie keine Ahnung haben oft, weil sie einfach Sprechblasen ablassen. Und bevor ich jetzt noch böser werde, wollen wir eigentlich sehen, dass diese sachliche Art von Stefan eigentlich super ist. Wir brauchen gar nicht groß emotional zu werden. Das ist sogar nachteilig, sich da anzudocken. Ich mache das auch zum Glück nicht mehr. Und insofern einfach sachlich darstellen, was los ist. Und dann können die Menschen halt selber entscheiden, was für sie richtig ist. Und sie können für sich selber handeln. Stefan, ich danke dir sehr herzlich und ich wünsche dir noch eine gute restliche Vortragstour in Bayern. Vielen Tschüss Dank. dann. Danke für deine Zeit. Mach's gut. Ja, Tschüss. danke dir. Tschüss.